Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Nero LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge, und jetzt fange ich wieder damit an. Ja, wir sind mitten im Bosskampf, Mila ist wieder dabei, Mila ist wieder voll dabei und ich hoffe, wir werden jetzt nicht auf übelste Weise draufgehen. Ja, zack. Lass mich raten. Ja, du bist viel stärker. Suddenly you're strong. Okay. Okay, ich steuere mal lieber Mila. Bist du gegen irgendwas? Nein, bist du nicht. Zack. Flare Tornado. Kommt mir bekannt vor. Und du ziehst fast gar nichts hier mit ab, okay. Ja, das. Obwohl er ist nicht gegen Erde resistent. Alles ja, gut. Zack. Was hat mir jetzt Schaden gemacht? Immer. In dieser verdammten Attacke. Oh Gott, die TP. Und natürlich Fokus er mich hier volle Möhre. Ja, ist gut. Ist gut. Ich weiß, du hast es drauf. Vielleicht kann ich euch ja am Kopf angreifen. Kannst du euch auch was machen, Jude, übrigens. Hilfe. So. Ich hätte gern ein paar TP übrig. Warum setzt Leia keinen einzigen Zauber ein, während ich hier. Was macht sie denn? Manchmal verbinden. Verbinden. Taktik beim Verbinden. Verstehe ich nicht. Jetzt macht sie was. Ich glaube, nicht verbinden ist gerade am besten. Und Jude hat sich wieder volle Böhre verbunden. Er kann einfach nicht von uns weg. Aber das Hilfe. Mann. Lass mir mal sagen, wie ich dich so treffen soll. Auch damit. Mann. Oh, das ist gut. Oh nein, er hatte so ein Ausrufezeichen. Oh, Barriere, gut. Ich wollte schon sagen, die Dinger haben wir auch. Ja. Boah, sie bringt irgendwie gar nichts im Moment. Aua. Und weg hier. Nein, hör auf damit. Wir sind halt uns lecker die ganze Zeit. Okay, ich glaube, das hat's gebracht. Boah, dieser Angriff, der ist so nervig. Feimer greift an, taucht er wieder runter. Ich kann da nicht wirklich was machen. Das macht er schon wieder. Jetzt macht er das. Ist er noch mehr. Ey, du bist außerhalb der Karte, das geschummelt. Mann, schummeln die Gegner hier schon. Ja, nein. Ah. Ah. Der Gegner ist nervig. So, wo bist du?
Okay. Komm mal her. Vor allem sie greift volle Pulle an, wenn ich mich mit ihr verbinde. Aber du scheint irgendwie nicht so ein Interesse zu haben. Zack. Irgendwie hat die Leiste voll langsam gefüllt. Ah, Hilfe. Okay. Ah, verdammt. Und jetzt macht er wahrscheinlich erst ernst, ne? Oder auch nicht. Aua. Ja, wo bist du? Ich bin mit Dingen zusammen. Ja, für ein bekloppter Angriff. Ich hab nicht genug. So. Na, warte, ich hab dich gleich. Da guckst du auch blöd. Aua. 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 So. Muss ich mit Mila fertig machen. Sie ist gerade so frisch reingekommen. Oh gut. Energize, sagt sie. So. Nein. So, na warte jetzt aber. Zack, mit Windkling erledigt. Sie sieht irgendwie noch ein bisschen kaputt aus. Stimmt ja, wir haben auch noch ein paar Accessoires bekommen, Idiot. Oh, jetzt wird dann erklärt. Leias Partnerfähigkeit, Objektdiebstahl. Wenn du Leia als Partner wählst, besteht immer, wenn ein Gegner niedergeschlagen wird, eine Chance, dass sie ihm ein Objekt stiehlt. Leia gibt eine tolle Verbindungspartnerin ab, wenn du gegen seltsame Gegner kämpfst, da diese oft stehbare Objekte bei sich tragen, die du in Läden, die du an Läden spenden kannst. Oh, sie hat sogar eine Dicken an mir am Bein. Wie geil. Bei solche kleinen Details, ey. Und extra programmiert. Extra Charakter nochmal neu gemacht. Goodness. This is some device you humans have come up with. How bad's the pain? Well, it's not worse than I imagined, but it's considerable. I'm sorry. I should have been more careful. But you retrieved the spirit fossil for me. If anything, I'm in your debt. Thanks. Let's get back to town. I'll get the wheelchair. Good. Still in one piece. Natürlich, der Rollstuhl überlebt alles. Even with the Asperixis, Mila won't be able to complete her mission without someone's help. And that means I know what I have to do. Muss Milas Bitch sein. I think I'm at my limit. Mila! Don't worry. She just passed out. I don't mind pushing the wheelchair on the way back. Okay. Why the sudden burst of compassion? Why? Is there anything wrong with it? Well, no. Just unexpected, I guess. What can I say? I'm feeling really inspired by your friend here.
Objektsucher. Ah, jetzt kann ich schon wieder nicht. Oh, sie hat doch ein Level bekommen. Gelehrter von Riese Maxia. Okay. Wofür ich den auch immer bekommen habe. Wir haben mal eine Trophäe bekommen im Laufe der Story. Warte mal, unter Titel kann ich halt noch nachgucken, wofür ich das bekommen habe, oder? Zitronengummi. Was haben wir hier noch? Nichts. Lass mich ran, hier ist irgendwo noch so eine Aphrodite-Truhe. War doch bei dem Schrank auch so. Wie der immer der nochmal hieß. Jaui, Jaui, oder was weiß ich. Jaui. Wo war nochmal? Ich liebe dich, Jaui. Turn half mine, genau. So, jetzt gucke ich mir erstmal meine Schnelligkeitsring an. Erhöht Bewegung um 10%. Ich habe dann noch mehr bekommen. Ich hatte noch hier Objekt plus und was weiß ich bekommen. Neu. Ach, jetzt wollte ich gerade noch sagen. Ach, Spezial plus. Ah. Gerade wollte ich nur erst sagen, ja, ich wünschte, wir hätten so weit wie in Tales of Grace Seth, wo die neuen Objekte angezeigt werden. Aber ist ja eher peinlich. So. Ich möchte mal unter Artikel gucken. Wo habe ich Gelehrter von Riesen? Du hast ein Kapitel von Tales of Xillia abgeschlossen. Bist du bereit für die Fortsetzung? Was? Das war das erste Kapitel? Nee. Glaube ich nicht. Also unter erstes Kapitel verstehe ich irgendwie hier so die erste Stadt oder was weiß ich. Das erste Kapitel ist bei mir schon zu Ende gewesen, als ich das erste Mal in der Story speichern konnte. Also wo Mila, Jude und Alvin auf diesem Schiff waren. Das wäre für mich ein Kapitelabschluss gewesen. Und ich merke jetzt erst, die wollen, dass ich hier den ganzen Weg zurücklaufe. Was soll das denn? Ich habe auch so viel Zeit. Begib dich nach Laurent. Ja, sicher. Ich habe 24.000 Gold. Ha. Ich hoffe, das stimmt, hat man gehört. Hier lang. Wie zum... Wie hat er mich da von hinten genommen? Bei denen habe ich noch keine neue Technik bekommen, oder? Ah. Boah. Oh nee. Mann, ich hätte jetzt wirklich gern gehabt, wenn du den Angriff eingesetzt hättest. Danke. Und das hat sogar den anderen angetroffen. Ach, Schulter, sonst wäre geil, oder? Verdammt. Ei. Okay. So, ich möchte schnell raus. Oh, jetzt sehe ich erst, wie groß das Gebiet hier ist. Ich möchte einen passenden Schnitt irgendwo machen und wir haben nur noch eine Minute. Hier lang. Upsala. Ich hoffe, ich bin nicht am Mikro gekommen. Ich habe es ein bisschen gespürt, aber ich hoffe, man hört es. Nein! Tschüss! Nein! Rennt, rennt! Entkommen! Da fliegt es ja eigentlich einfach. Ich hasse so Spiele. Ich hatte besonders so japanische Rollenspiele, wo das Flüchten immer so unmöglich ist. Wo du hier irgendwie so eine Vierer- oder Fünfer-Truppe an Charakteren hast und dann heißt es auf einmal bla 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 versucht zu flüchten, bla 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 versucht zu flüchten. Flucht fehlgeschlagen, die ganze Gruppe, Flucht fehlgeschlagen. Ich hasse sowas in japanischen Rollenspielen. So, aber perfekt, ich kann jetzt hier einen Schnitt machen und für heute Feierabend machen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Part bei Tales of Xillia. Tschüss!